zur Politik. In unserer Ständeratsserie haben wir euch schon Hans Stöckli und Beatrice Simon vorgestellt. Als dritter und letzter Kandidat aus der Region ist jetzt der Ralf Alexander Schmid aus Lunjoch im Kanton Fribourg an Reihe. Und wir finden uns hier in einer außergewöhnlichen Situation. In der letzten Woche hat Ralf Alexander Schmid einen Hirnschlag erlitten. Dank seiner Familie und den Ärzten, die sofort geholfen haben, ist sein Gesundheitszustand stabil und er sollte sich auch wieder vollständig erholen können. Auf Anraten von seinen Ärzten hat er sämtliche Wahlkampfaktivitäten auf unbestimmte Zeit eingestellt. Weil er aber weiterhin Kandidat bleibt, wollen wir euch das Porträt von Raphael Zwahlen nicht vorenthalten. Ralf Alexander Schmid ist an diesem Freitag Mitte September stolz auf die Einweihung des Medizinmasters an der Uni Fribourg. Er hat sich für das eingesetzt. In Politik muss man immer langfristig denken. Stellen Sie sich vor, für das Haus hier habe ich die Motion 2011 eingegeben. Oder? Politik ist ein langsames Business, man muss langsam denken. Wir arbeiten nicht nur auf die nächsten Wahlen, wir arbeiten auch für die übernächsten Wahlen im Kanton, nationale Wahlen etc. Das ist ein Aufbau von dieser Partei und von der grünen Idee. Er setzt sich stark für die Umweltpolitik ein, ist zukunftsgerichtet und setzt sich als Kandidat für die nächste Generation. Und aus dem heraus möchte er den Kanton Fribourg zur Region machen mit der höchsten Lebensqualität. Man muss zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen für die Zukunft, wo die Leute am gleichen Ort wohnen, wie sie arbeiten, wo die Kinderbetreuung in der Nähe ist. Weil in Zukunft, in 30 Jahren, werden die Leute nicht mehr pendeln. Viele, viele Leute werden daheim arbeiten, in sogar flexiblen Büros arbeiten. Und solche Orte, zum Beispiel im Löwenberg oder in der Region Agglomeration Fribourg, muss man solche Hotspots schaffen, wo dann die Firmen eben anziehen. Vor 4 Jahren ist er schon zur Wahl gestanden, aber ohne Erfolg. Und im Kanton Fribourg muss er sich gegen 2 bisherige durchsetzen, was die Wahl erschwert. Ich denke, in der Schweiz braucht es Leute, Fachleute, nicht Technokraten, aber Fachleute aus den verschiedensten Gebieten. Wenn man sieht, wie die Krankenkassen vertreten sind im Nationalrat, dann finde ich, auch sollten die Ärzte viel mehr vertreten sein und sollten Fachleute von allen Richtungen in dem Nationalrat haben. Der Ralf Alexander Schmid ist Chirurg und Klinikdirektor am Unispital Bern. Seine Arbeit beschäftigt ihn Tag ein, Tag aus. Und darum muss er seinen Wahlkampf gut planen. Ich habe so eine Liste, wo ich alle die Termine habe und switche dann, wenn dann Termin 2 Stunden auf dieser Liste sind, dann switche ich dann in Wahlkampfmodus und mache die politische Arbeit. Gleich wie mit dem Grossrat, das ist ganz schwierig mit so einem Job wie meinem im Grossrat zu sein. Oder? Da muss man extrem planen. Falls er aber in den Ständerat gewählt werden würde, er bei der Arbeit zurückschrauben, damit er sich auf sein Mandat fokussieren kann. Seine erste Hürde ist aber jetzt der erste Wahlgang vom 20. Oktober. Ja, wir wünschen Ralf Alexander Schmid an dieser Stelle eine gute und schnelle Besserung. Das war der letzte Beitrag von unserer Ständeratsserie. Alle 3 Teile könnt ihr auch online nachschauen. Ab Montag geht es bei uns weiter mit einer 5-teiligen Serie zu den Nationalratswahlen.